Stirb! Es wird Tag. Juhu! Hey, Creeper! Wuhu! Oh! Dreck. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du mich erwischt. Keine Sorge. Hey, Creeper! Schlägerei! Boah, ich hab schon gedacht, hinter mir wäre jetzt einer gewesen, ey. Boah, krass. Creeper! Shit! Alter, ich hab nichts mehr. Mein Schwert ist kaputt, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Oh, verdammt. Jetzt muss ich auf jeden Fall nach Hause, ey. Schwert kaputt, so ein Dreck. Habe ich echt nichts mehr dabei. Oh, verdammt. Jetzt natürlich wegen sowas zu sterben wäre natürlich... Oh. Das wäre sehr gefährlich. So. Hundi. Mitkommen. So. Okay, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, ich sehe unser Haus. Ja, sehr schön. Sind wir schon wieder zu Hause, sehr gut. Ach, wunderbar. Home, sweet home. Es war eine schnelle Rückreise, jetzt auch durch die Nacht hindurch. Oh, und ich kann nicht mehr rennen, ey. Jetzt ist aber höchste Eisenbahn, dass wir hier wieder zurück sind. Ich hab noch einen Hund mitgebracht. Komm her. Komm rein. Also. Oh, sehr gut. Jetzt mal schnell hier ein bisschen Essen aus dem Kühlschrank nehmen. Lecker. Oh, erstmal wieder vollgefressen hier mit zwei Steaks. Meine Güte. Wenn, dann richtig. So, dann hauen wir jetzt mal alles wieder in eine Kiste rein. Alter, haben wir wieder viel eingesammelt, ey. Und das brauchen wir noch. Wahnsinn. Wahnsinn. 9 Smaragde, 20 Diamanten. 20. Alter, 19 Slimes. Das ist Wahnsinn, was wir alles gefunden haben. Das ist echt Wahnsinn. Uiu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 
Sollen wir Wasser gucken, ob da irgendwas gelandet ist? Nee, ist es nicht. Sehr gut. Jetzt können wir doch einiges machen. Sehr schön. Oh, Weizen ist auch schon sehr, sehr gut fertig. Wahnsinn. Also wir haben jetzt die besten Voraussetzungen, um gut weitermachen zu können. Ey. Also. Ja, und dann vielleicht schaffen wir es sogar noch, weil diese Aufnahme wird sehr lang werden. Deswegen, vielleicht schaffen wir es sogar noch, nicht nur unsere Bücher und alles fertig zu machen. Nein, vielleicht schaffen wir es sogar noch, zu enchanten. Und was noch viel wichtiger ist, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Und vielleicht schaffen wir sogar noch, unsere XP-Maschine so zum größten Teil fertig zu bauen. Ich habe nämlich schon so ein paar Ideen natürlich. So. Und dann das noch. So. Okay. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und jetzt haben wir es doch schon fast. Genau. 28 Bücher, so. So, und jetzt nehmen wir hier von der Hälfte und dann 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, und jetzt. Müssen wir hier noch ein bisschen was von nehmen? 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. So, jetzt haben wir schon mal 9. Das ist schon mal gut, denn ich muss jetzt. Jetzt muss ich gucken, was ich da unten überhaupt noch so bauen muss. So. Achso, ja. Nicht vergessen, wenn man schon mal unterwegs ist und so viele Diamanten hat. Diamanten aus Markte hau ich jetzt schon mal hier bei den Erzen rein. Dann nehme ich mir gleich mal 2. Doch mal nehme ich jetzt unser erstes Diamantschwert. Ja. Guck mal, hier haben wir noch sogar ein so ein Ding. Erst Diamantschwert, ey. Das ist schön. Das ist was wert hier. 1, 2. Diamantschwert. Juhu! So. Ach ja, genau. Wir konnten ja gleich eigentlich weitermachen. Da kriegen wir nämlich noch ein Buch raus. Leider nur 1. So. Jetzt gehen wir jetzt mal wieder runter hier. Hallo! Ja genau, wo es mir gerade so einfällt. Hier müsste ich ja theoretisch noch eins weiter. So. Mache ich hier ruhig so einen Dreierweg hin. Dann baue ich jetzt gerade noch mal ein bisschen aus hier. Denn ich habe noch vor, dass ich hier das Ganze mit Cobblestones und diesen bemoosten Cobblestones auskleiden möchte. Damit es noch so ein bisschen mehr nach, ja, Hexen, Altarraum, so halt wirklich nach Hexe aussieht. Tränke brauen werde ich, glaube ich, nie machen. Ich kann mir natürlich alles so bereitstellen, so als kleines Gimmick. Aber sowas Richtiges draus machen werde ich, glaube ich, nicht. Nein, das war zu viel. So. Ich muss generell mal gucken, wie das überhaupt hier hinten aussieht. Ich brauche sowieso noch Kohle und Cobblestone. Da haben wir, glaube ich, aber genug da. Hier hinten wird es dann wieder zum größeren. Oh, hier hinten können wir ja mal zupacken hier. So. Außerdem können wir ja schon mal anfangen hier. Ich mache jetzt nur schon mal ein bisschen Platz hier, damit hier auch nichts spawnt oder so. Das wäre ja nämlich ganz unpraktisch. Und ein Enchantment Table. Oh, da muss ich nochmal nachschauen, wie man den macht. Ich weiß, ich brauche Obsidian, Diamanten und ja, ein Buch. Muss aber nochmal schauen, genau wie dies angeordnet sein muss. Die 3 Obsidian, glaube ich, unten. Und dann das Buch in die Mitte. Und Diamanten. Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, außerdem baue ich hier gerade wieder das Falsche ab. Ich hätte gesagt, dass wir zuerst dann halt heute den Altarraum mal hier machen. So zum größten Teil. Dann vielleicht schon enchanten und danach gehen wir halt daran, die richtige Ecke zu suchen für unseren Mob-Drop und XP-Farm für die Sache.
dürfte lustig werden. Also ich habe schon so ein paar Ideen. Ich muss noch mal ein bisschen nachschauen vielleicht, wie ich das Ganze gebaut hatte mal. So, das sieht natürlich sehr gut hier aus, ja. So wie es sein soll. So, und hier können wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Denn ich glaube, es muss 1, 2, immer so sein, so 1, 2, 3. Dann machen wir hier die Dinger hin. Weil wir andere so nicht brauchen. Dann machen wir hier wieder 1, 2, 3. Dann kommt hier wieder so ein Ding hin. Dann machen wir 1, dann kommen wir hier rein. 3. Dann kommt hier wieder so ein Ding hin. So. Brauchen wir jetzt noch 9, 8, 27. 27 Bücherregal brauchen wir noch. Wow. Oh, ups. Das sollte nicht sein. Okay, das wird ja noch lustig. Und so, ab hier ist dann... Hier machen wir wieder so einen kleinen Übergang. Hier kommt nämlich dann ab hier ist dann Holz, Boden, weil eben auch der Rest hier Holz ist, deswegen kommt hier ein Holzboden rein. Also hier ist wirklich nur zum Enchanten da. Jetzt hole ich mal gerade Holz. Und vielleicht noch Clean, ne, Cleanstone brauche ich ja gar nicht. So, Holz hole ich mir jetzt, zack, zack. Ich denke mal... Oh, das ist Kies. Ups, das ist das Falsche. So, das sollte theoretisch reichen. 43 benutzte Steine hatte ich nicht noch welche mitgenommen. Boah, 3. Wahnsinn. Okay. Das können wir noch mitnehmen. Gut. Sehr gut. Dann... Ja, los geht's. Bauen wir doch mal ein bisschen da unten drin, ne? Dann kann nämlich draußen auch alles wachsen und gedeihen, das ist ja auch praktisch. Dann machen wir sozusagen zwei Sachen auf einmal. So, kommt hier jetzt nämlich Holzboden rein. Und Holzdecke werde ich auch noch damit machen. So, zapapapam. So, und dann wird es so sein, dass ich... Hier noch so ein Eckchen rein. Oh, leck. Okay, jetzt hat sich's wieder gefangen. Oh, nee, ist auch... Nee, das ist blöd. Habe ich jetzt gerade meine Spitzhacke geschrottet? Jo, das habe ich. Auch nicht schlecht. Gut, dann kommt hier nämlich hier Cobblestone hin. Dann muss ich jetzt noch dafür sorgen, dass ich auch eine gute Decke machen kann. Deswegen brauche ich eine neue Spitzhacke. Daran hätte ich früher denken können. So. Spitzhacke. Diamant-Spitzhacke werde ich dafür mit Sicherheit nicht nehmen. Wir haben zwar jetzt einiges an Diamanten, aber das ist mir trotzdem viel zu teuer. 30 Diamanten, die werde ich wohl erstmal hegen und pflegen. Davon könnte aber ausgehen. Ein Dorf muss ich finden, um vielleicht mal ein paar Smaragde einzulösen. Vielleicht findet man ja was Gutes da. Weiß man ja nicht. Oh Gott, jetzt kommt wieder diese verrückte Musik. Och nö, och nö. Wo er jetzt gleich nur so rumschreit. Pass auf, ich weiß das. Ich kann aber auch gerade nicht weiter drücken, denn, ja. Ein bisschen dumm gelaufen. Geht gerade nicht. Jetzt schreit er wieder da rum hier. Schlimm sowas. So. Jetzt machen wir hier Holz rein. Jetzt haben wir nämlich so einen interessanten Übergang, dass wir einmal so da reingehen und dann hier so rausgehen. Finde ich ganz coolen Effekt eigentlich, den wir dann haben. So, warum habe ich eigentlich so viel Cobblestone mitgenommen? Alles, was wir an Cobblestone abbauen, alles, was wir an Cleanstone abbauen, werden wir als Cobblestone wieder verwenden können. Auch nicht schlecht. Naja, was soll's. Wird's ein bisschen kritisch hier unten drin. Denn jetzt spielt L.A. Noir.
auch ein sehr geiles Spiel. Habe ich, glaube ich, schon 10-mal gesagt. Ich glaube, ich muss mal neue Spiele-Soundtracks reinhauen hier. Ich komme irgendwie, oder ich schaffe es irgendwie echt nicht, einfach mal irgendwelche neuen Sachen hier reinzubringen. Alter! Was soll das denn? Das geht doch nicht. Alter! Jetzt kommt er auf einen Pikmin raus, ey. Ich glaub's nicht. So, ich baue hier einfach mal seelenruhig weiter. Ja, kein Wunder, die Pikmin können jetzt auch da durchkommen. Deswegen würde ich gerne auch um mein Nether-Portal im Nether würde ich gerne noch was rumbauen, damit wir... Alter, mach dich vom Acker! Damit wir nicht noch auf weitere Probleme treffen. Was ja sehr gut möglich sein kann. Ja, was willst du denn von mir? Hä? Hä? Hä, was willst du? Willst du Schläge? Da! Kriegst du Schläge! Oh, willst du gar nicht. Oh, Entschuldigung. Konnte ich ja nicht wissen. So. Haben wir das ja hier so... Was heißt, das haben wir hier so weit? Das haben wir nicht mal ansatzweise hier. Gibt's hier die Ecken? Ach ja, steht auf einmal ein Pikmin vor mir. Ich habe schon gedacht, es wäre ein richtiger Zombie gewesen.